Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und ich bin auch unterwegs hier mit der Bahn. Ihr seht das ja schon. Richtung Schlangenstein. Denn der Bürgermeister von Schlangenstein, der Matrix-Schlange, hat uns eingeladen zu einem ganz besonderen Ereignis. Was es genau ist, verrate ich jetzt noch nicht. Das verrate ich dann später. Oh Gott, ist das hier eine Strecke. Ah, hier ist die Weiche. Hier ist die Weiche. Stopp. Nein. Oh, jetzt sind wir in die falsche Richtung gefahren. Aber es ist kein Problem. Ich steig mal eben aus. Ups, nicht runterfallen. Wir wollen nach Schlangenstein reisen, weil da gibt es etwas Besonderes. Und das ist die große Überraschung dieser Folge. Und ich habe überhaupt keine Musik. Ah, jetzt ist Musik. Schön. So, rein und dann anschieben und dann geht's ab nach Schlangenstein. Ich hoffe, das ist hier die richtige... Ja, doch, das müsste die richtige Richtung sein. Ja, Freunde, also heute geht's nicht weiter an der Schmiede, an der Rüstungsschmiede. Ein verdammt langsames Bummelzug. Sondern heute geht's weiter in Schlangenstein zum ganz besonderen Ereignis. Und guck mal, da hinten ist die alte Festung. Wir müssen einmal richtig in Fahrt kommen. Jetzt nimmt die Bahn wieder Fahrt auf. Und gleich müsste dann rechte Hand der große Steinbruch von dem Matrix sein. Und dann werden wir auch bald irgendwann mal in Schlangenstein ankommen. Ja, Freunde, wir sind bald da. Ich habe eigentlich kein richtiges Gastgeschenk mit, fällt mir gerade ein. Aber ich habe eine Idee. Müssen wir dann nur mal an der Endertruhe irgendwie rankommen. Dann haben wir auch ein schönes Geschenk für den Matrix. Der heute nämlich seine erste Folge aufnimmt. Ja, seine erste Folge aus Schlangenstein. Es wird also auch in Zukunft dann Folgen aus dieser Wüstengegend geben. Also Wüste-Gegend, ne? Da wird es dann auch ein Let's Play geben von ihm und ich bin schon sehr gespannt und wir sind tatsächlich als Gast eingeladen zur ersten Folge. Ist das nicht genial? Ist es. Und ich sehe gerade, dass ich ziemlich übersteuere. Ich muss ein bisschen vom Mikro weg, glaube ich. Naja, aber das kennt er ja nicht anders. Ja, ich glaube, ich höre ihn schon. Ich glaube, ich sehe ihn schon. Da hinten ist er. Hey, hallo! Ja. Hallo! Matrix! Herzlichen Glückwunsch zur ersten Folge. Juhu! Dankeschön. Willkommen in Schlangenstein. Ich spring raus, bam! Ach, du kannst ruhig ein bisschen noch rein. Ach so, ich hätte noch reinfahren können. Ah, schön hier, richtig schöner Bahnhof. Ja, ist ja jetzt noch ein bisschen provisorisch, wie man sieht. Ja, hier könnte den Fahrgästen eventuell schlecht werden auf diesem kleinen Teilabschnitt. ich mach mal die Musik ein bisschen aus, dann können wir uns besser unterhalten. Die war nämlich gerade ganz schön laut. Ich wollte sagen, meine ist nämlich auch ein bisschen laut. Ja, machen wir ohne Musik, müssen wir selber singen, ist ja auch nicht schlecht. Genau. Ja, Matrix, du startest heute sozusagen dein Let's Play hier im 3-Elben-Land. Richtig. Und hast mich eingeladen, dich ein bisschen hier zu besuchen. Und dann, ja, können wir uns hier mal ein bisschen Schlangenstein angucken, damit deine Leute und meine Leute dann auch wissen, um was es überhaupt geht. Genau, also erstmal kannst gerne auch bis zum Ende fahren im Bahnhof. Den habe ich gerade gestern noch fertig gekriegt. Ah, dann mach ich das Tür auch. Los! Ist jetzt noch provisorisch, wie man sieht. Ja, ich hänge hier gerade ein bisschen. Hinauf. Sehr provisorisch. Bäm. So, und hier kannst du aussteigen und du kannst auch deine Lore in den Dispenser tun oder da unten in die Kiste, wenn der Dispenser voll ist. Oh, jetzt habe ich hier die Schiene abgerissen, wie schön. Die kannst du da lassen. Ja, die ist voll. Dann tu sie mal hier unten in die Kiste. Genau. Ist alles voll. Auf dem Rückweg wirst du dann merken, was die Besonderheit an diesem Bahnhof ist. Oh ja. So, ist jetzt noch alles ein bisschen provisorisch, wie man sieht. Ja, aber schick schon. Fertig geworden. Hier mit Netherziegeldach. Und, Lehmziegelstein, das sieht schön aus. Genau. Lehmziegel, ist das hier der neue Stil jetzt in Schlangenstein? Weil früher war alles komplett aus Sandstein. Das wird sich noch herausstellen. Und zwar, erstmal als Vorgeschichte, ich bin der Matrix-Schlange. Ich bin jetzt schon auf Opas Server seit, lange. Lange Zeit. Du bist der erste gewählte Bürgermeister sozusagen. Ich war sogar vor Zordern hier, kann das sein? Ja, doch, auf jeden Fall. Du warst kurz vor Zordern da und wurdest dann von der Community als Bürgermeister von Schlangenstein gewählt. Ich hatte hier irgendwann diesen kleinen Wüstenort gefunden und hatte dann gesagt, wer möchte da Bürgermeister von werden und hier was bauen? Und da war der Matrix-Schlange derjenige, der am beliebtesten war in der Community und die meisten Stimmen gekriegt hat. Genau. Und wir können auch erstmal schlafen gehen. Also da ist ein provisorisches Bett. Ist jetzt hier noch komplett Baustelle. Ja, ich schlaf oft auf der Baustelle, von daher geht das schon ganz gut. Ich kann noch nicht schlafen. Nimm einfach das Bett mit, dann haben wir was zwischendurch. Die Bahnfahrt, ich bin noch so aufgeregt von der Bahnfahrt, kennt ihr das? Und dann kann man gar nicht schlafen. Jetzt geht's. Jetzt. Ja, ich fange jetzt an mit diesem neuen Let's Play. Ja, kann ich schlafen. Ja, nee, ich bin wieder aufgestanden. Ich muss noch mal kurz auf Toilette. Ach so. So, alles gut. Und zwar, der Opa, also wenn Opa zuerst mal nicht kennt, der muss auf seinen Kanal gehen, der werde ich natürlich verlinken, selbstverständlich. Einer meiner Lieblings-Let's Player, wenn nicht sogar der Lieblings-Let's Player, muss ich sagen.
Du machst mich verlegen. Mit der stimmigsten Moderation, ich muss es doch zugeben. Okay. Er zieht auch ein kleines Dorf aus, mittlerweile ist es nicht mehr ein Dorf und wir können erstmal Richtung Schlangenstein gehen, denke ich mal. Ja. Also hier sehen wir den provisorischen Bahnhof und das ist die Botschaft von Hexenwacht. Ah, die Hexenwacht der Botschaft. Ist ein, eine Festung vor Hunsgrab, die Hunsgrab beschützen soll, die geführt wird von dem lieben Zordan, der wird natürlich auch verlinkt werden. Er macht auch ein Let's Play hier auf diesem Server. Dann haben wir noch den Dunet irgendwo da hinten, der macht auch ein Let's Play. Und seit gestern, wie ich gehört habe, auch der Delfino, der Hauptmann von Hunsgrab, in der Richtung ungefähr. Ja, ist unglaublich, ne? Also Leute, alle, die es jetzt nicht wissen, hier im 3M-Land, da gibt es mehrere Let's Player, die hier so kleine Projekte machen, wie zum Beispiel hier Schlangenstein, so eine kleine Wüstenstadt bauen, kleine Vase mal. Die ist schon recht groß. Ja, mittlerweile ist es schon eine Stadt. Ja, auf jeden Fall. So, hier kann übrigens auch noch eine andere Botschaft hin, zum Beispiel die von Hunsgrab. Zum Beispiel die von Hunsgrab, da wäre ein schöner Platz hier, ne? Und das ist noch eine Kiste von mir und Dune von der Höhlenaktion. Ja, noch so ein bisschen Krams drin. Oh, hier ist noch ein Sattel drin, zwei sogar und eine Schallplatte. Bisschen Schleim. Genau. Ja, ich habe hier schon ein bisschen Grundstücke eingegrenzt für die Leute, falls sie ihre Botschaft bei der Richtung wollen. Ah ja. Ja, das wird auf jeden Fall passieren, aber du weißt ja, als Bürgermeister von Hunsgrab ist man immer viel beschäftigter Mann. Ja, das kenne ich natürlich. Ja, aber muss ich mal bauen. Dann werfe ich mir mal in die Lore voller Baustoffe und dann komme ich hier rüber. Und dann knüppel ich hier mal so eine Botschaft hoch. Da müssen wir natürlich vertreten sein, ne? Wenn wir schon Nachbarstadt sind sozusagen, ja. Viele haben mich ja gefragt auch, Mensch, warum hast du noch kein Let's Play früher gemacht? Weil ich bin jetzt schon ein Jahr oder zwei hier auf dem Server, glaube ich sogar. Ja. Und am Anfang wurde ja auch gefragt, möchtest du nicht auch ein Let's Play machen und so. Genau. Und ich habe immer gesagt, naja, keine Zeit. Aber der wahre Grund war natürlich, das muss ich ja jetzt gestehen, es gab Rebellen, die Schlangenstein angegriffen haben, die häufig aus dem Dschungel kamen. Da hinten? Und das, ja, das wollte ich euch natürlich nicht antun. Aber dadurch, dass wir jetzt die Bahnstrecke gebaut haben, haben die sich irgendwie daraus verzogen. Die haben ist wahrscheinlich Angst zu belebt haben. Jetzt. Genau, die denken sich, wenn hier ewig die Bahn durchfährt, dann können wir uns hier nicht verstecken im Dschungel. Und haben sich dann wieder anders wohin hingewandt. Wer weiß, wo die hingezogen sind, diese Rebellen? Weiß schwer es nicht. Zu sagen. Vielleicht findet man es irgendwann mal raus. Ich habe ja vor uns auch so ein kleines Rebellenlager, aber die verhalten sich auch recht friedlich, die Rebellen. Das sind Friedensrebellen sozusagen. Ja, die waren nicht so friedlich gewesen. Deshalb hat er auch Schlangenstein die größte Mauer gehabt seiner Zeit. Ja. Und auch die größten Wachtore. Aber jetzt ist endlich der Zeit des Friedens angelangt und wir können das Tor wieder öffnen. Juhu, Frieden! Frieden fürs 3M-Land. Da reiße ich auch gleich den ganzen Turm mit. Warte, ich helfe mit. Hier oben, das würde ich sogar so lassen, so als kleine Erinnerung. Ne? Genau. So das letzte Stück. Tor ist offen. Jetzt und die Straße ist auch gleich mit abgerissen und hier der halbe Turm. Der Turm. Warte, mache ich. Ich kann ja auch was reparieren. Danke. So, zack. So, funktioniert. Das können wir natürlich. Oh, ich habe den Chat nicht ausgemacht. Ich auch nicht. Ich mache ich jetzt sofort. Es ist nämlich eine der Regeln hier bei uns, dass wir das Chat eigentlich ausschalten, wenn eine Aufnahme läuft. Ja, aber ich vergesse das auch regelmäßig. So, wo waren denn die Chat-Einstellungen? Escape, übrigens, dann Optionen, Mehrspieler-Einstellungen und dann ganz oben links. Chat zeigen, aus, versteckt. Genau. So, ihr habt auch gerade bei mir gesehen, ich habe Optifine installiert, habt ihr auch schon durch Zoom hier gesehen. Andere Mod, den ich installiert habe, seht ihr links oben. Das ist die Sans Minimap, heute gerade erst runtergeladen. So, willkommen in Schlangenstein. Ja. Der liebe Opa Zeron, der war ja schon öfter da gewesen. Ja, ein paar Mal war ich schon da, stimmt. Ich geb dir mal einen groben Überblick über die wichtigsten Gebäude. Und einige kennst du ja vielleicht schon, einige sind jetzt neu, auch für dich. Das fallende Schwein kenne ich auf jeden Fall. Genau, das ist ja die Formel Schweins Gaststätte sozusagen. Wir können ja mal reingehen. Ja, können wir mal reingehen. Ja noch nicht. Genau, ist ja dein erstes Let's Play und die Leute, die kommen jetzt ja völlig unvorbereitet her. Außer vielleicht die Leute jetzt aus unserer Community, die Schlangenstein eventuell schon kennen, aus diversen Aktionen. Genau. Ja, ich hatte ja schon Let's Plays vorher gemacht, aber noch nie von Schlangenstein. Genau. Aber das hat auch ein bisschen gesagt jetzt über die Jahre, aber jetzt habe ich mehr Zeit. Hier oben ist erstmal der Stammtisch und man sieht schon beim Runtergucken, da ist ein Loch mitten im Gasthaus. Das liegt daran, dass es die Formel Schweins ist, wie er bereits erwähnt hat. Das ist eine Rennstrecke mit Schweinen. Das Prinzip ist einfach, man tut Sattel auf die Schweine drauf und man reitet sie mit Karottenruten. Und die Rennstrecke verläuft hier lang. Vielleicht irgendwann mal im Laufe des Let's Plays können wir ein Formel Schweins Rennen beobachten. Oh, Opa, hatte ich ja schon eins. Vielleicht haben wir heute noch Zeit zu, vielleicht nicht. Mal sehen. Ja, müssen wir mal schauen. Die Formel Schweins wurde ja hier mehr oder weniger erfunden. Bei unserem ersten Rennen haben wir sie dann so getauft. Der Matrix war also der Erste, der eine Formel Schweins Rennstrecke hatte. Oder hat auch, ne, gibt ja noch, glaube ich, keine zweite Formel Schweins. Der Dune hatte mal angefangen. Dune hat angefangen, ja. Ja,
Und in Hundskraft wird, ja, das wird bald losgehen. Jetzt, wenn wir mal Zeit haben, dann werden wir auch eine Formel Schweinsstrecke bauen. Ah ja, cool. Ja, zur nächsten Saison, ne, muss die dann fertig sein. Ja, das stimmt. Aber deine soll ja deutlich größer werden als meine. Dann muss ich ja meine wieder aufwerten. Mal gucken. Und oben in der Minimap sieht ihr bereits die ganzen Dorfbewohner und Eisengolems auf dem Radar. Und zwar habe ich ja den Radar nicht auf Monster getrimmt, sondern nur auf meine friedlichen Mobs, also meine Dorfbewohner und Eisengolems und Pferde. Hier oben geht es dann noch zu kleinen Gastzimmern, aber die brauchen wir jetzt nicht zu sehen. Vielleicht sehen wir sie nochmal im Laufe des Displays. Nö, jetzt machen wir so einen groben Überblick, würde ich sagen, damit die Leute mal sehen, so was sie erwartet. Also haben wir doch so viel Zeit. Ja, klar. Wir haben ja schon einige Gebäude. Ja, so. Dann mal los. Keine Zeit verlieren. Das nächste große Gebäude, wenn man reinkommt, ach ja, und so markiere ich immer meine Baustellen, das wird noch ein Projekt in der Zukunft werden, das Let's Plays. Ja. Wenn wir dazu Zeit haben und wenn es die Zeit gekommen ist dafür. Okay. Spekulationen stehen natürlich offen für jeden. Ja. Das nächste wichtige Gebäude ist auch Teil des Gasthauses, und zwar hier unten, wird gleich bewacht von meinem Eisengolem. Ja, der passt auf, der lässt Bodyguard. Da nicht jeden rein, wa? Genau. Kein Zutritt für Kinder wahrscheinlich. Richtig, ja, hier, ab drei Tagen. Ab 3 Tagen erst, ne? Erst wenn sie erwachsen sind. Lass mich doch mal durch. Bin schon 3 Tage alt. Ich bin, na. So, Krumpeloma. Die ist natürlich schon da, klar. Ach, bei mir ist es der Priester. Das ist ja auch sehr nett. Der Priester in so einem Schuppen. Echt, unglaublich. Boah, der richtig eng und verwinkelt hier. War das schon immer so? Ja, das war schon immer so. Wegen Licht. Und hier drin, ihr seht schon, das Rotlichtmilieu Schlangensteins quasi. Hier ist sogar eine Stange. Mit Getränken, die jetzt schon alle leer sind vom letzten Besuch von Opa noch. Ja, was? Gut. Es war so lecker. Und hier geht auch die die Formel-Schweins-Rennstrecke weiter. Genau, die geht hier auch durch. Die geht also quer durch Schlangenstein und hier sind noch zwei Stangen. Ja, schön. Und hier ist die Toilette wahrscheinlich. Ah nee, was ganz anderes. Ja. Unglaublich. So. Auf jeden Fall die verruchteste Kneipe im ganzen Dreiemland. Da kann man nicht anders sagen. Das glaube ich nicht. Ach, sie schon wieder, Mensch. Ja. Dem scheint es ja zu gefallen. Hüss. Au. Ich bin gegen den Eisengolem gerannt. So, das nächste eher historische Gebäude ist hier die Junggesellenbude. Und zwar, als ich ankam, habe ich hier immer gepennt. Okay. Ist jetzt nicht viel draus geworden. Sehr spartanisch, ja. Zwei Betten drin. Das war's. War das ja auch. Oh. Ups. Also anfangs war das kleine Dorf ja auch ein kleines NPC-Dorf. Genau. Die einzelnen kleinen Gebäude kann man vielleicht noch erkennen. Es ging eigentlich nur die 4 Gebäude quasi. Ja, welche Gebäude waren das eigentlich, ne? Das die hier, ne? Irgendwie im Dorfkern. Also hier die Metzgerei, die Junggesellenbude, das kleine Gebäude und das hier. Und das war's eigentlich schon. Genau, das war's. 4 Stück. Aber es war Grundstein genug, um hier eine richtig große Stadt draus zu machen. Richtig, es gab schon Dorfbewohner. Ja, es gab schon Dorfbewohner. Das ist immer sehr wichtig. Das erste Gebäude, das ich damals gebaut habe, war hier das Gewächshaus. Denn ich habe viel auf Logik gesetzt. Wir können ja mal reingehen. Denn in der Wüste kann natürlich nichts wachsen. Ups. Heute sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Es gibt neue Bäume zum Beispiel. Die Felder wurden erweitert. Und hiermit wurde Schlangenstein lange Zeit versorgt. Genau. Mit Nahrung und anderem Zeug. Ja, und das Ganze ist überdacht, ne? Damit das hier ein richtig feuchtes Klima drin erhalten bleiben kann. Und dass die sengende Wüsten, schön kühl, dass die sengende Wüstensonne hier nicht alles verbrennt. Und das funktioniert ja auch seit Jahren schon gut. Also für Verpflegung ist gesorgt, sozusagen. Auch die einzelnen Produkte, die heraus entstehen. Ja, Kartoffeln. Aber das Holzlager habe ich mittlerweile nach außen gebaut. Ja. Sieht man hier zur Rechten. Was sieht man hier eingeteilt in die Bereiche, die verschiedenen Holzarten, zum Beispiel Dschungelholz. Ah, ist auch sehr schön, ja. Hat man zum Beispiel das ganze Dschungelholz, Birke, naja, ihr seht ja selber, was es ist, ihr kennt ja die ganzen Holzsorten, nehme ich an. Birke, Schwarzeiche. Akazien, Schwarzeiche. Mhm. Schwarzeiche ist jetzt nicht ganz so doll, ein Schwarzeiche. Ja, nicht mehr so viel übrig, ne? Weil die Halterung für die Kiste, die war schon so teuer. Ja, genau. Ja, schade, die Kisten gibt es momentan immer noch nur in dem normalen Eichenholz. Ich denke mal, das ist dann eine der nächsten Sachen, die kommt, dass man dann auch die Kisten in den verschiedenen Farben machen kann. Also Holzarten. Hier sieht man auch die verschiedenen Merkmale des Holzes. Zum Beispiel Tropenholz verbindet sich hier ganz schön. Das sind andere Dinge. Das ist aber nur bei Tropenholz so, ne? Genau. Dass die sich so verbinden. Also und das Schwarzeiche, glaube ich. Okay. Aber auch nur bei einem 2x2-Feld. Ah, okay. So, hier ist der einzige Fluss oder einzige Bach Schlangensteins. Hier drunter. Zur Steinmetzbude, da können wir auch mal lang gehen. Da können wir auch eigentlich auch hier runter die Abkürzung nehmen. Ja, gerne. Also es ist ja oft das so, dass gerade in so Wüsten, da ist dann ein kleiner Flusslauf und darum wird eine ganze Stadt gebaut, weil es ist natürlich Süßwasser und das ist das Seltenste, was es hier gibt.
natürlich. Und die Eisengolems, die sind auch immer sehr heiß. Das Eisen droht ja zu schmelzen. Ja. Da sind sie hier im kühlen Bach. Denen laufen die Motoren ja, heiß wahrscheinlich und deshalb gehen sie lieber ins Wasser. Eben. Man sieht ja auch schon hinten am Rücken, das ist schon arg heiß, da der Kühlergrill. Ah, und ja. Es wird auch gleich Nacht. Ja, es wird schon gleich dann Nacht. Dann können wir mal hier schlafen gehen, bei den Bergarbeitern Jörg und Brunhilde. Das war, glaube ich, das zweite Gebäude, das ich jemals gebaut habe, hier in Schlangenstein. Hier oben kann man auch pennen. Das haben wir uns auch alles schon mal angeguckt, aber das ist schon wieder so viele Folgen her, dass es fast wieder neu ist. Guten Tag, Volko. Gute Nacht. Gute Nacht. Und die erste Folge ist, glaube ich, auch rum, oder wie lange willst du deine Folgen machen? Ja, auch so. Also, ja. Auch so. Jetzt schon rum. Ja, okay. Also, dann bei meinen Leuten. Morgen geht es weiter hier in Schlangenstein. Und genau, ich freue mich, noch einiges zu sehen. Alles klar. Tschüss. Tschüss.